Und damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Final Fantasy 16. Ich bin jetzt im Superfix. Beim letzten Mal sind wir hier in diese seltsame Parallelwelt gekommen. Dort hat uns Ultimae seine traurige Geschichte erzählt. Er ist aus einer Welt der Fäulnis gekommen, hat uns erschaffen und hat die Fäulnis mitgebracht. Und nun sollen wir für ihn sterben. Bla bla bla. Der gehört tot und wir haben ihn beim ersten Mal besiegt. Ich denke mal, es wird noch nicht alles gewesen sein. Es wird uns echt mega täuschen. Stell dir mal vor, jetzt kommen einfach die Credits. Aber ich denke, wir warten noch einiges auf uns. Auf jeden Fall, liebe Leute, die erste Phase haben wir bestanden. Schauen wir, wie es weitergeht. Endlich. Unzählige Generationen warteten wir auf diesen Moment. Wenn dich deine Mühen stärkten, lastet die Sünde schwer auf deiner Seele. Aber Gnade ist dein. Tu Buße und alles wird vergeben sein. Sag mir, Clive, wie viele Leben hast du gerettet, seit du meinen Namen trägst? Und wie viele zerstört? Wohin wir auch gehen, hinterlassen wir ein Tränenmeer. Dies ist der Preis deines Willens, Sohn. Was nutzt uns denn die Freiheit, wenn unsere Entscheidung alle nur ein Ende finden, den Tod. Es ist zwecklos, Clive. Also gib endlich auf. Warum lassen wir nicht all das hinter uns? Einfach alles beenden. Bitte? Warum rettet mich keiner? Warum liebt mich denn niemand? Dieser Schatz! Ich verzehre mich nach ihr! Was soll ich noch für sie opfern? Aus Wille wächst Verlangen. Es wird stärker und verzehrt euch. Zerstört eure Vollkommenheit. Hört ihr denn nicht, wie die Welt stöhnt und seufzt unter der Last eurer hungernden Herzen? Aber du könntest all dem ein Ende setzen. Ende setzen. Clive! Yeah.
Das ist alles nur Illusion. Wach auf. Lass uns nach Hause gehen, Clive. Clive. Ja, Clive. Mein Bruder. Bruder. Du musst dich erinnern. Clive. Nochmal, bis du es weißt. Mein Name ist Clive. Clive Rossfield. Da! Ultima. Selbst hier wird das Licht des Leibes Willen nicht erstickt. Und der Phönix? Wie ist es ihm gelungen, hier einzudringen? Unmöglich. Es sei denn... Es sei denn, dass er bereits Bestandteil von Mythos war. Ein Mal des Phönix, eingebrannt in sein Herz, hat durch die Kraft des Willens Gestalt angenommen. Der Wille vermag zu schöpfen. Ist das möglich? Ist ihr Wille wirklich so mächtig? Wie lange willst du noch reden? Verdammt, Clive! Wach auf! Das tat weh. Ich weck dich nur ungern, aber wir müssen hier schnell raus. Am besten jetzt. Wovon redest du überhaupt?
In der Wiege des Ursprungs erwachen unsere wahren Kräfte. Und dort wirst du Vollendung erfahren. Bald, Mythos. Bald wirst du zum ersten Mal erkennen, was wahres Leid bedeutet. Bis zum letzten finalen Moment. Was verborgen lange dämmerte, erwachet nun. Die Welt zurück an der Quelle. Bleiben die zwei verdammt! Der Kristall ist doch schon weg! Oh, meine Fresse! Ist das Etta? Was in Gwigos Namen geht hier vor? Nichts Gutes. Wir sind zurück. Clive! Joshua! Jill! Ist jemand verletzt? Wir nicht. Was ist passiert? Erst müssen wir hier weg. Mit! Ablegen! Los! Beeilung! Zurück aufs Schiff! Ich folge euch sogleich. Danke. Ladies and Gentlemen, ich melde euch doch mal, bevor wir weiter mit der Story machen. Also,
Ultima ist erstmal soweit bezwungen. Zurück an die Quelle. Das war ein erfolgreicher Tag hier. Aber... Genau, ein Sieg ist es noch nicht. Ultima plant hier nun seine Sache zu beenden. Und was auch immer das sein mag, es wird negativ enden. Was ist eigentlich dieses Logos, von dem wir gerade gehört haben? Schauen wir mal, sind wir nicht der Erste, der diesem Monster hier sich entgegengestellt hat. Oh, ich hoffe es doch. Jeder kann behaupten, den Lauf der Welt ändern zu wollen, aber nur wenigsten lassen es ihren Worten Taten folgen. Das, du bist ein leuchtendes Beispiel. Oh, Entschuldigung, hatte ich schon. Hugos Männer sind wir los und damit ihnen auch die Angst in unseren Herzen verschwunden. Von nun an soll der Markt wieder fröhlich überquellen vor Freude. Das alles haben wir dir zu verdanken. Bitte schön. Immer gerne noch 1500. 1500 Erfahrungspunkte. Are you kidding me? Warte mal. Oh, wir haben 6000. Wir haben 6000. Und mein freundlicher, ich weiß zwar nicht, wie du an die gekommen bist, aber es ist mir wurscht. Das heißt, Gigaflare. 17 Punkte noch. Das heißt, wir können die Lindfanger wegmachen. Und dafür können wir Gigaflare lernen. Ja, jetzt geht die Party los beim nächsten Fight. Also, nehmen wir Dotto. Ich sehe, lebst du noch? Dieses unheimliche Ding am Himmel geht auf dein Konto, vermute ich. Was hast du angestellt? Ist eine lange Geschichte, die ich gern nur einmal erzählen würde. Ist gut. Ich rufe alle zusammen. Das sind dann wohl alle. Wie ihr euch denken könnt, hat Ultima diesen Kristall am östlichen Horizont heraufbeschworen. Er nennt ihn Ursprung. Welche Bedeutung dieser Name trägt, ist noch unklar. Es macht keinen Unterschied, wie er heißt. Er hat die Chasia den Untergang gebracht. Nun ist meine Heimat endgültig Geschichte. Türme des Kristalldominiums wurden bereits in den ältesten Überlieferungen erwähnt. Doch meines Wissens gab es bisher keinerlei Hinweise auf ihre wahre Beschaffenheit, dass es die Hörner eines schlafenden Dämons sein sollten. Nein. Wenigstens kam ihr Ende schnell. Andernorts kämpft das dalmekische Heer verzweifelt gegen das Chaos an, das Randela verschluckt. Kanva steht in Flammen und Sanbrek. Unsere Verbündeten warten auf Antworten. Ich habe die Fluchbrecher geschickt, damit sie ihnen Schutz geben, aber der bedeutet im Moment einen feuchten Schiss. Wie sollen sie denn aufhalten, was der Himmel losgebrochen hat? In ganz Valestea geht es den Menschen von Tag zu Tag immer schlechter. Ist es möglich, dass dieser Mutterkristall wie die anderen ist? Dass er den Boden auch älter entzieht? Es sah zumindest danach aus, Instanher. Das würde erklären, warum sich die Fäule auf einmal so viel schneller ausbreitet als zuvor, oder nicht? Der Äther steigt langsam an die Oberfläche und sammelt sich, bricht aus und verwandelt alle, die ihm nicht standhalten können. Die Arke oben, Ätherfluten von unten und in der Mitte hilflos ausgeliefert, die letzten Überlebenden. Du hast recht. Als wir in Stonhöhe waren, sagte Ultima, dass seine wahren Kräfte in diesem Kristall erwachen würden. Eins ist klar. Er darf nicht noch stärker werden. Um ihn aufzuhalten, müssen wir ins Innere des Kristalls. Und wie sollen wir das anstellen? Das Ding schwebt am Himmel. Und nicht mal die Enterprise kann einfach so abheben. So kommen wir nicht weiter.
Wir sollten uns alle etwas Ruhe gönnen und nachdenken. Wir finden schon noch eine Lösung. Keine Sorge. Habe ich recht, Clive? Ja. Hast du. Also verzieht euch. Wird's bald. Das gilt auch für dich, Clive. Hier zu grübeln bringt dich nicht weiter. Glaub mir. Geh frische Luft schnappen. Ja, danke. Ich rede mal mit Joshua. Ultima mag uns erschaffen haben, aber wir können selbst entscheiden, wer wir wirklich sind. Er will, dass wir für unser Leben kämpfen. Warum nicht? Tun wir ja schon die ganze Zeit. Genau wie Ultima selbst, wie es den Anschein erweckte. Seine neue Welt ist nichts als ein Versuch zu überleben. Also muss nun entschieden werden, wer von uns sich erhalten kann. Sollte Ultima siegen, erwartet uns alle der sichere Tod. So viel steht wohl fest. Doch was erwartet uns, wenn er unterliegt? Ein welker, gottloser Ort, an dem sich unsere Unabhängigkeit eher als Fessel erweisen wird? Nun, das mag sein. Aber Fesseln lassen sich sprengen. Solange man den Willen dazu besitzt. Es wird nicht leicht. Es wird Generationen dauern. Jahrhunderte des Leids. Und auch nur, wenn wir alle dazu beitragen. Aber wir werden es schaffen. Und dann wird die Menschheit frei leben. Das ist die Welt, die uns erwartet. In der Tat. Und unser Traum wird Wirklichkeit. Aber erst müssen wir zum Kristall. Welch ein Glück, dass ich Flügel habe. Du kannst kaum stehen und willst fliegen? Und wer weiß, welche Schrecken da oben lauern. Das schaffst du doch nicht. Ich muss es schaffen. Ich bin der Phönix. Und ich erfülle meine Pflicht. Das ist unser Kampf. Das weißt du. Schon gut. Verstehe ich. Aber du musst auf mich hören, ja? Ich bin schließlich dein Schild. Das bist du. Und was ist mit meinen Flügeln? Vergesst nicht, ihr wollt einem Gott entgegentreten. Ihr dürft nicht bereits der Müdigkeit erliegen, bevor der Kampf beginnt. Ifrit. Euer Bruder merkte an, dass einige Domini trotz des Verlusts ihrer Kräfte weiterhin zu erwachen vermochten. Ist das wahr? Ist es. Aber sie konnten ihre Esper nicht länger kontrollieren. Dann wird mein Wille stärker sein müssen. Damit ihr beide eure Kräfte vor dem Kampf schonen könnt. Das müsst ihr nicht tun. Ihr könntet sonst am Ende alles verlieren, was ihr noch habt. Was habe ich noch, außer Reue? Mein Leben endete im Dominium. Ich fürchte den Tod nicht mehr. Außerdem habe ich eine offene Rechnung mit Ultima.
Und er wird sie begleichen müssen. Wir danken euch, Dion. Sprechen wir von Dank, wenn es vorbei ist. Er weiß genau, dass er nicht zurückkehren wird. Doch sein Entschluss steht fest. Noch ist nichts besiegelt. Vergiss das nicht. Ich muss zu Jill. Der Abschied wird nicht leicht. Wunsch an die Sterne? Den habe ich tatsächlich. Es ist soweit, Jill. Du weißt, was ich tun muss. Und auch warum. Es gibt kein Zurück mehr. Hier hat unsere Reise uns hingeführt. Hier wird sie enden. Wie auch immer. Ich würde ja für dich zu Metia beten. Aber du schaffst das, oder, Clive? So wie immer. Und dann sehen wir beide wieder zum Mond. Ich werde warten. Ich muss jetzt gerade echt lachen. Ich muss jetzt echt hart lachen. Entschuldigung. Aber Leute, das wird ein harter Abschied. Ja gut, du kommst wieder zurück. Alles ist gut. Okay, dann ist alles schön. Dann müssen wir uns ja keine Sorgen machen. Das fand ich jetzt irgendwie nicht so dramatisch. Also, ich hätte mir schon gewünscht, dass zwischen ihm und Shin eine schönere Geschichte geben würde. Nun gut, liebe Leute, ihr seht da dieses nicht allzu schöne Drum, was hier unser guter Erzfeind hier beschworen hat. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal geht es dann hier mit dem Grande Finale los. Es ist Zeit, die Sache zu einem Ende zu bringen. Und wir werden Ultima stoppen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.